Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Hopfer mit dem Kellerkind. Hallo zusammen. So, ich bin hier jetzt am Gras aufsammeln. Vor uns ist der Schwader. Ich habe ja gesagt, ich möchte noch mal zwei Ladungen Gras vom Feld holen, weil Gras geht uns ja auch so langsam aus, aber bei Heu ist es ja momentan kritisch. Jetzt will ich noch zwei Ladungen, damit wir den morgigen Tag vielleicht mit Gras noch überstehen und dann können wir vielleicht übermorgen eine große Grasaktion hier fahren. So, absenken und sammeln. So kommt doch schon ein bisschen mehr zusammen, als würde ich nur die einzelnen Schwaden aufsammeln. So, für eine Speisung haben wir schon. Ich weiß nicht, wie viel Gras noch drin sind. Wir müssten also gucken, dass wir morgigen Tag noch überstehen. Also 12.000 brauchen wir pro Mahlzeit. Also könnte vielleicht eine Ladung schon reichen. Weil den morgigen Tag würde ich dann nicht mähen wollen. Wie weit kommst du? Dann würde ich nämlich mit der Ladung haben wir ja drei Mahlzeiten drin. Wir haben ja noch ein bisschen was. Dann würde ich den vor uns mal unterbrechen. Weil da würde ich dann so Abfahrer entlassen. So, du sollst noch ein Stück gerade ausfahren, zusammenklappen. Wo so, habe ich den Ton noch von dem Ladewagen im Ohr? Oder was piept das hier so? So. Genau. So, jetzt haben wir 34.000 Gras im Ladewagen. Das sind auf jeden Fall schon mal ein ganzer Tag und mehr. Laden. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir jetzt zusammen haben. Also wir haben ja da unten noch für gut, ja, schon fast einen ganzen Tag. Also da haben wir zwei Tage Ruhe. Ach nee, wir brauchen jetzt 24 für eine Mahlzeit. Also haben wir morgen auf jeden Fall Ruhe. Genau. Weil wir brauchen morgens 24 und abends 24. So. Genau. Wo sind wir hier? Drescher. Du bist beim Palettenwerk.
Ach, du bist noch am. Den können wir auch mal wieder auf Tour schicken. Der hat doch gute Arbeit geleistet, jetzt das Stück hier. Licht will er nicht anmachen. Wir haben jetzt aber nur zwei Traktoren am Hof. Dann würde ich sagen, wir lassen den Sammel erstmal hier und nehmen den ein bisschen hier an der Seite, nehmen den Zeter mit und dann kann der Fendt den Zeter fahren oder hinter sich herziehen und der John Deere hat den Schwader. In den Liegern, wie viel passt denn da raus? 500.000, ne? Ja, die sollten wir erstmal voll machen. Ein Stück. Sonst kommen wir da nicht rum. Ja, passt das? Ja, passt. So. Guck mal. Da könnte ja jemand reinfallen. Tja. Nicht gut beleuchtet. So, jetzt holen wir uns den gleichen Kurs wie den Schwader. Hat er aufgehört? Hier. Hier hat er aufgehört. Kurs löschen, auf jeden Fall. Diverse, da ist die Wiese. Ich meine, wir hätten den Kurs 8,20 Meter genommen. Müssen wir genau drin stehen, jawohl. Oder 9 Meter. Dann lassen wir gucken mal die 9 Meter an. Da, 9 Meter. 9 Meter waren es, genau. So, jetzt passen Wegpunkt, Arbeit. Du solltest jetzt anfangen zu zetern. Nur den Schwart hier auch nochmal. Oder schicken wir gleich hier ihn hier nochmal hinterher. Wir haben hier eine andere Arbeitsbreite, ne? Das habe ich nicht berücksichtigt. Jetzt seht, da müssen wir einen komplett neuen Kurs einfahren, weil er shit. Ne, da machen wir es doch andersrum. Lass erst schwadern. Weil so viel verteilen tut das es ja nicht. Aber ich lasse jetzt erst schwadern, damit ich den gleichen Kurs nehmen kann.
Lass dann seht dann zur Not schwader ich dann nochmal, wenn er nicht alles aufgenommen bekommt. Weil ich müsste jetzt wieder einen komplett neuen Kurs generieren. Und dann mache ich mir das doch so ein bisschen einfacher. Hoffe ich. Macht ja kaum was zusammen, also da können wir vielleicht mit dem Ladewagen herfahren und dann trotzdem aufnehmen. Dann lassen wir den nur mal ein bisschen Luft. Wir sollten vielleicht noch mal schauen, mit was für eine Geschwindigkeit er fährt, gleich wenn er zurückkommt. Jetzt dreht er gerade. Dann nehmen wir für den Zeta die gleiche Geschwindigkeit und dann sollte das auch passen. Ich wollte auch nochmal zu den Tomaten, weil der Preis wurde ja besser. Oh, wird immer besser. 1200 schon. Und immer noch Pfeil nach oben. Mit wie viel Kammer schwaderst du denn jetzt? 17. Gut, dann würde ich mal sagen, wir schicken den Zeta dahinter her. Hier ist ja schon. Fahr einstellen. Welche Geschwindigkeit hast du? Du hast 19. Ja, der es kommt ja nur das Vorgewende zum Schluss. Ich hätte die Sachen ja auch noch mal einsammeln. Ich schaue jetzt mal hier. Da hat der andere 17, 18 drauf gehabt, als er hier losgefahren ist. Und dann können wir ja hier auf dem Feld sagen, ja, ich werde mal bei auf 17 reduzieren, dann macht der Mann, komm, dann sage ich 18 und dann bleibt er bei 17. Kommen sich ja eh nicht mit der Arbeitsbreite in der Quere, weil der Zeta ja schmaler ist. Müsste eigentlich. Wenn die annähernd jetzt die gleiche Geschwindigkeit fahren, dürfte es das auch jetzt keine Probleme geben. So, die beiden können arbeiten. Ja. Hier sind wir am Palettenwerk. Da haben wir vom Sägewerk 1 Bretterpaletten abgeholt. Paletten haben wir ja hier auch schon rausgeholt aus der Halle. Also die dürfte ja weiter produzieren. Hätte mal einer mal Licht machen können. Einmal bitte hier abladen.
So, die arbeitet im vollen Gang. Wir könnten vielleicht noch mal zum Sägewerk 1 fahren. Da müssten ja noch ein paar Bretterpaletten stehen. Also den Kurs bitte einmal rausschmeißen. Dann holen wir uns den Überführung, Sägewerk 1. Nein, falls zum Palettenwerk. Palettenfabrik zum Sägewerk 1. Den Kurs. Das passende. Ne, da will er nicht zu den nächstpassenden. Hier. Geh mal hier. Such dir davon einen Punkt aus, da sind genügend. So, und aktivieren, wenn du da bist. Ja, haben wir ja schon wieder einige Traktoren am Laufen. Oh, hier müssten wir mal einmal die Palettengabel wegtun. Und einmal die Schaufel dran, weil ich sehe, hier ist kaum noch Hackschnitzel. Es wird für die Nacht nicht reichen. Wir können auch mal hier gucken. Hier vorne bei dem Holzscheitelfabrik liegt ja auch ein Hackschnitzel. Die können wir ja auch mal wegnehmen. 50 ist gerade quasi. Runter, runter, runter. Ah, er nimmt schon auf. Ja. Nicht die Welt, aber 2400 schon mal. Vielleicht mehr, wie viel da noch drin sind, weiß man nicht. Ein Vorteil hier ist, sie sind nicht so schlammig. Aber noch arbeitet die Fabrik. So. Ja, normalerweise fährt man hier auch rückwärts hoch, weil man vorne ja nichts sieht. Jetzt machen wir hier wieder 50 Grad und senken mal ein bisschen weiter ab. Ah, guck mal. Er kommt schon da auf den Boden. So, 4000 Liter. Das sollte vielleicht für die Nacht reichen. Aber wie viel ist da noch drin? 6000. Können wir noch einmal fahren. Da haben wir 10.000 Hackschnitzel wieder in den Bunker. Ups. Wo fahre ich wieder hin? Einmal hier die Rampe hoch. Gleich auf 50 machen. Jetzt noch mal die eine Ladung holen. Der Deutz ist der verpfennt, steckt im Verkehr fest.
Kann ich mir nicht vorstellen. Oder kommt er doch zu eng mit dem John Deere zusammen? Auf jeden Fall, der Deutz ist im Sägewerk 1 angekommen. Die Meldung haben wir. So, nochmal runter. Und auffüllen bitte. Und einmal drehen hier. Rum. Hier brauchen wir keine Schlammlöcher zur Befürchtung. Einmal hoch. Und einmal ausleeren. So, jetzt haben wir hier mindestens 10.000 drin. Oder lassen wir dran. Motor aus. Vielleicht müssen wir den noch mal nutzen. So, wie viele Bäume haben wir denn noch drin? Ja, schade, dass die Monitoren nicht beleuchtet sind. Aber wir haben noch 124.000 Liter Holz und 12.000 Brennstoff. Das reicht für die Nacht. Was fährst du hier für komische Kurven? Mhm. Mäht auch nicht alles weg, komisch. Zetert auch nicht alles, komischerweise. Mhm. Wundert mich aber. Bei der Rücktür macht er nichts. Aber die Bahnen passen doch. Wenn ich hier mittig ist, müsste er das doch. Warum zählt er ihn nicht auf den Rückweg, komischerweise? Macht ihn mal hoch. Ja, war hoch. So, jetzt schauen wir uns mal an. Das macht er die ganze Zeit schon. Warum tut er das? Hier ist noch alles richtig. Als würde er da sich nicht absenken. So. Ich glaube, da müssen wir doch nochmal schwaddern. So, hier nimmt er hoch. Versatz haben wir ja nicht drin. Meine ich. Habe ich auf jeden Fall nie eingestellt. Nee, ist nicht drin. So, was macht er jetzt hier? Da hat er nur die Spitzen. Und mehr nicht. Sieht so aus, als hätte er sich nicht abgesenkt. So, jetzt senkt er sich ab. Aber...
fallen lassen. Erzählt euch das nicht? Warum passiert denn sowas? Das Ding ist unten, sieht man. So, auf dem Hinweg ist alles okay. Auf dem Rückweg lässt er dann, macht er nur die Spitzen und lässt einen Streifen Gras, Gras sein. Verstehe ich jetzt nicht. Immer auf den Rückweg. Ja, er ist ja gerade nicht auf den Dings genommen. Hier müsste er jetzt wieder alles vernünftig machen. Abfahrer einstellen. Und komplett den Grasding Das sagt mir ein, das verstehe ich nicht. Die Richtung arbeitet er komplett. Die Bäume haben keine Kollision für die Helfer. Das kann ja auch nicht an der... Müsste ja normalerweise an der Map liegen. Oder? Ich weiß, im letzten Mal war das da auch nicht so. So, hier macht er wieder nur die Spitzen. Naja, das... Wir lassen jetzt mal so arbeiten. Wir werden mal gucken, wie ich die Sachen dann aufnehme, ob er mir daraus jetzt dann mit dem Ladewagen Gras oder Heu macht. Muss ich dann mal schauen. Er wird sich ja auf eine Sorte einigen. Dann werde ich auf jeden Fall, wenn der Schwader durch ist, nochmal komplett schwadern lassen und dann den Ladewagen drauf schicken und zur Not auch zweimal drauf. Einmal für Gras, einmal für Heu, was er sich dann als erstes nimmt. Weil diese Richtung müsste er wieder komplett das Gras umwandeln in Heu. Aber auf dem Rückweg macht er nur die Spitzen. Naja, das soll aber für die nächste Folge das Problem sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr seid nächstes Mal wieder dabei, hier auf der Hopfach mit dem Kellerkind. Ciao, ciao.